Der letzte Release für das Jahr 2023 ist nun da. Dieser beinhaltet 8 brandneue Figuren in dem Sommer-Eichenlaubmuster oder auf Englisch Summer Oak Leaf. Es sind wie gesagt 8 Figuren, wobei im Januar nächsten Jahres nach aktuellem Plan noch einmal ein paar solche Eichenlaubmusterfiguren erscheinen werden, welche ein bisschen anderes Loadout haben, vielleicht einer mit einem Fernglas dabei. Ihr könnt euch das bestimmt vorstellen. Auf jeden Fall in diesem Lineup hatten wir uns dazu entschlossen, die standardmäßigsten Figuren rauszubringen, die man halt so standardmäßig braucht. Wozu natürlich ein K98, ein MP40, ein G43 und ein STG44 Schütze dazugehören, plus noch ein MG-Squad und ein Medic und ein Offizier. Neue Köpfe gibt es dazu aktuell aber noch nicht. Die werden natürlich dann auch im Januar erscheinen, also es wird nächstes Jahr ganz viel fantastische Neuigkeiten geben. Zum Beispiel wäre das eine, dass alle bisherigen Köpfe, die bisher erschienen sind, im Januar dann auch auf gelb gedruckt, also auf gelben Köpfen, zur Verfügung stehen werden, was sich auch einige von euch gewünscht haben. Also wir haben viel vor für den Januar. Es wird großartig. Wir hoffen oder planen für 2024 praktisch jeden Monat ein Release zu bringen. So sieht aktuell der Plan aus. Wer weiß, ob wir das so hinbekommen, denn ihr wisst, was ich meine, man nimmt sich immer sehr viel vor und am Ende setzt man nur die Hälfte um. Was aber immer noch nicht schlecht wäre. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Es stellt sich natürlich die Frage, warum erzähle ich euch das Ganze mit Januar und so weiter und so fort. Denn es sieht so aus, dass ich den Shop dieses Jahr dann bald schließen muss. Und zwar wird es wahrscheinlich in ein paar Tagen nach dem jetzigen Release sein. Und daher wird es dann im Shop nichts mehr zu kaufen geben. Das heißt, ihr könnt ja nicht mehr auf die Shop-Seite und Sachen bestellen. Sondern ihr werdet dann, wenn ihr versucht, auf den Shop zu kommen, auf eine Seite treffen, wo euch erklärt wird, was abgeht. Aber dort wird dann auch stehen, dass ihr die Figuren bei unserem aktuellen Reseller Camo Bricks kaufen könnt. Das heißt, wir verkaufen die Figuren nicht mehr, aber unser Reseller hat noch ein paar von den Figuren und somit könnt ihr die dort dann auch bestellen. Übrigens gibt es auch neue Crazy Arms aktuell im Shop. Also wenn ihr euch ein bisschen was am Material, was wir aktuell noch im Shop haben, bestellen wollt, dann solltet ihr das schnell tun, bevor der Shop geschlossen wird. Ich kann noch keine exakte Zeitperiode sagen. Ich will nicht zu tief in die Details gehen, aber ihr könnt euch das vorstellen. Wir haben nur ein gewisses Fenster an Umsatz, was man noch generieren darf. Und ab dann wird dann der Shop dicht gemacht, um diese Umsatzsteuergrenze nicht zu überschreiten. Na gut, ich hoffe, euch hat der neue Release gefallen und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen guten Rutsch so im Voraus und man sieht sich dann im nächsten Jahr wieder, wenn es wieder kräftig abgehen wird mit Modellen, Figuren, Camos, allem möglichen Kram. Also wir haben wirklich sehr viel geplant, wir haben großartige Pläne und ihr könnt Teil davon sein. Von daher freuen wir uns auf 2024. Für uns ist jetzt praktisch schon das Jahr vorbei, aber tatsächlich nehmen wir uns die Zeit, die wir jetzt quasi frei haben, nehmen wir da auch, um mannigfaltige Verbesserungen vorzunehmen am Shop, also Sortiersysteme, dann im Druck werden noch Sachen verbessert und insgesamt die Abläufe werden halt einfach besser geölt werden, sodass im Januar dann wirklich alles gut laufen wird. So ist zumindest der aktuelle Plan, das haben wir uns jetzt vorgenommen, für das restliche Jahr 2023 so viele Verbesserungen vorzunehmen, dass 2024 wie von alleine flutscht. Wir werden auch neue Releases vorbereiten, also wir werden nicht nur jetzt rumsitzen und nichts tun, sondern es wird viel Arbeit geben. Aber trotzdem haben wir richtig Bock auf 2024 und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.